Hallo, ich bin Sandra Brunner. Ich bin Vorsitzende der Pankower Linken und ich kandidiere auch für das Abgeordnetenhaus. Heute bin ich in einer Kleingartenanlage in Heinersdorf. Kleingartenanlagen sind wichtig für die Stadt, denn nicht zuletzt die Covid-19-Pandemie und auch der Klimawandel haben gezeigt, dass es wichtig ist, einen Ort für Erholung zu haben, einen Ort für Freiraum, einen Ort, der unsere Innenstadt belüftet und tatsächlich dafür sorgt, dass wir in den innenstädtischen Kiezen auch noch halbwegs verträgliche Temperaturen haben. Viele dieser Kleingartenanlagen, insbesondere die auf privatem Bauland, sind jedoch bedroht, unter anderem von Bebauung. Die Linke setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, Kleingartenflächen zu erhalten. So brauchen wir unter anderem ein Kleingartenflächensicherungsgesetz. Im Bezirk schauen wir, dass wir die Kleingärten über Bebauungspläne sichern. Und nicht zuletzt bedarf es einer Änderung des Flächennutzungsplans, so damit die Kleingärten dort auch als grün mit dem Merkzeichen Dauerkleingarten ausgewiesen sind. Das ist gut fürs Klima und das ist gut für uns alle.